Hallo zusammen. Dieser Raclette-Grill-Ofen, das geht gar nicht. Und zwar, das geht nicht. Ich habe hier einen Raclette-Grill vom Landi. Da gibt es 5 Jahre Garantie und der kostet 25 Franken. Warum komme ich zu diesem Raclette-Grill? Und zwar, wir haben momentan kurz vor Weihnachten, Weihnachtsessen ist angesagt vom Betrieb. Und das ist momentan ein bisschen schwierig. Wir haben hier unsere Werkstatt. Und zwar haben wir alles ausgeräumt. Und das sieht hier in die Richtung aus. Das ist noch eine kleine Baustelle für heute Abend. Bei uns ist geplant, das Weihnachtsessen im Betrieb durchzuführen, weil da mit der neuen Telefongesellschaft, ich weiß es nicht, Swisscom, Telekom, Omnicom, ist das gerade ein bisschen schwierig. Und jetzt habe ich so einen Raclette-Grill, das zu organisieren. Und da war das Thema zuerst, wir machen das im Wald. Ist so kalt draußen. Ich habe diesen Raclette-Grill, das ist ein Raclette-Grill von Landi von 2012. Den kann ich hier einstecken, bei unserer Batteriebox. Und ich kann hier einschalten. Und so sehen wir hier die Leistung, was er zieht. Wir sehen hier die Leistung, das sind 1350 Watt. Und wir haben hier die Spannung der Batterie, 12,3 Volt. Und die Spannung, die wir hier auf dem Ausgang haben, sind fast 230 Volt. Ja, dieser Raclette-Ofen kann ich hier, das wird auch schön warm, kann ich etwa eine Stunde mit dieser Batteriebox betreiben. Jetzt geht es um das Weihnachtsessen. Da habe ich gesagt, ja gut, wir haben nur einen Grill, das reicht nicht. Holen wir uns für 25 Franken. Da muss, keine Ahnung, hergestellt durch ehrliche, arbeitende chinesische Kinderhände. Für den Preis ist gewaltig 25 Franken. Holen den und betreiben den auch an dieser Batteriebox. Ich steche das hier aus. Stell den auf die Seite und nimm hier den neuen Raclette Grill. Also vom Preis her kann man nicht sagen. Heizspirale, Thermostat drin. Und wir stecken den ein. Ihr hört, was da geht. Und zwar sehen wir hier auf dem Display, der war jetzt 1400 Watt und jetzt 0. Der Wechselrichter ist auf Störung. Ich schalte ihn hier aus und wieder ein. Geht im Moment. Er baut die Spannung auf. Wir haben also hier 231 Watt. Und der Stromverbrauch ist 1400 Watt. Und schon wieder aus. Eben dieser Raclette-Ofen geht jetzt nicht. Punkt. Und das wollte ich damit sagen, ihr könnt mit dieser Batteriebox viel machen. Kaffee rauslassen, mache ich euch ein Video hier oben. Aber so einen Raclette-Ofen zu betreiben, no way. Geht nicht. Und ich wünsche euch aber trotzdem eine schöne Weihnachtszeit. Wir haben heute Abend, wenn der Film aufgeschaltet wird, Weihnachtsessen.